Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Einen sonnigen Nachmittag hier aus dem Süden Deutschlands. Es grüßt Sie Christian Kämmerer zum Live-Trading TV am Nachmittag, 2. September. Ja, wir wollen auf den DAX schauen, der hier versöhnlich ins Wochenende geht. Wir hatten vorhin die Live-Kommentierung von Jens Klatt. Die kam ja sehr gut an. Werden wir darum sicherlich zu dem ein oder anderen Event auch wiederholen müssen, buchstäblich. Und insofern jetzt aber hier mal die Wochenabschlussbeschau, da wir den DAX ja heute Morgen schon mal in den Fokus nahmen, hier unter technischer Betrachtung nach dem Motto mit Rettung in letzter Not. Hier das Support-Level um 10.500 Punkten wurde benannt, hier im Daily Chart schön zu sehen. Und ja, die Intention eben, dass es hier nach oben geht. Letztlich, was ist passiert? 14.30 Uhr, wir haben alle darauf gewartet, der US-Arbeitsmarktbericht, die Arbeitslosenquote gestiegen. Entgegen der Erwartung und weniger neu geschaffene Stellen ex AK. Das also deutlich schlechter ausgefallen, der Arbeitsmarktbericht, als erwartet. Und ja, dies beflügelt hier unter Umständen wieder die Annahme, dass die Zinsen doch nicht so schnell angehoben werden. Das wiederum gut für den Aktienmarkt und Interpretation, Interpretation. Letztlich hat der Markt hier das Level um 10.500 Punkte nicht mal erreicht heute. Und ja, die Annahme, dass wir uns doch noch ein Stück weit erholen können, hat sich hier manifestiert. Das sehen wir sehr schön. Hier im Stundenchartintervall gehen wir erstmal als erstes drauf ein. Nachdem wir hier am Vortag diesen sehr deftigen Rücksetzer hatten, der hier dann schon ein Stück weit Übelkeit aufkommen ließ für alle Bullen. Aber letztlich, auch wenn Sie das hier sehr schön im Chart sehen, war das auch mehr oder weniger ein Pullback an diese gebrochene, an die zuvor gebrochene Abwärtstrendlinie. Und der Index bleibt hier mit einem gewissen bullischen Unterton in einem guten Flow. Widerstandslevel, das ist ganz klar hier das Level um 10.050. Man kann sagen, hier in der Zone von 10.640 bis 10.670. Oder gehen wir ein Stück tiefer hier bei den Kerzenhochs, 665, wenn man es genau nehmen will. Da muss der Index nächste Woche drüber kommen. Wenn das gelingt, dann haben wir hier einen positiven Bias, der den Index dann wiederum, und jetzt mal in den Tagesschart, auf jeden Fall bis zum letzten Hoch knapp über 10.800 Punkte führen dürfte, sollte. Und ergo darüber hinaus warten dann auch die nächsten Key Levels. Sieht aber technisch, wie gesagt, nicht schlecht aus. Man kann sich aber jetzt hier vormerken, und das gerade auf Tagesbasis wichtig, der Index sollte tunlichst gerade per Daily Close, also Tagesschluss 17.30 etc., über 10.500 Punkten bleiben. Dips gab es auch hier im August mehrmals unter dieses Level, aber es ist sehr schön zu sehen, dass eben hier eine Nachfragezone besteht, die den Index durchaus weiter antreiben kann. Er darf eben nur nicht darunter fallen. Deswegen der blaue Pfeil hat seine Tendenz. 10.800 ist ein weiteres kurzfristiges Ziel auf der Oberseite. Und wenn wir darüber gehen, sprechen wir in der nächsten Woche über die nächsten Ziele. Ganz klar wäre dann das Level von 11.000 Punkten zu nennen. Grundsätzlich der September aber natürlich saisonal betrachtet eher schwierig. Deswegen zeige ich Ihnen auch hier mal gleich den saisonalen Verlauf bis zum Ende des Monats. Ja, erstmal ein bisschen Stück weit wild seitwärts volatil, um dann letztlich zum Ende des Monats abzukippen. Das wird man mal sehen müssen, ob der Markt das genau so vollzieht. Grundsätzlich sieht es aber so aus, als hätten wir jetzt technisch erstmal eine gute Ausgangsbasis. Aber dazu sollte er eben auch über 10.665 Punkte eben ansteigen, auch per Daily Close idealerweise, um hier dann eben das Zeichen zu setzen, dass das Kapital weiter interessiert ist und dann entsprechend Nachfolgekapital zieht, um hier die 10,8 und mehr dann eben zu erreichen. Das wird wichtig sein. Das werden wir letztlich auch in der kommenden Woche auswerten, wieder hier beim JFD Live Trading TV. Was jetzt noch bis zum Wochenabschluss passierte, müssen wir mal sehen. Grundsätzlich haben wir das, was wir erwartet haben, bekommen. Der DAX hat sich stabilisiert und jetzt werden wir mal sehen, wie die Reise in der nächsten Woche weitergeht. Die technische Voraussetzung ist erstmal gut, solange wir über 10,5 bleiben und die Key Levels sind genannt. Und das wäre es eigentlich auch schon im Groben und Ganzen. Nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal eine Big Picture-Analyse mit der Beschau der Monatschart-Auswertung machen. Und das ist ja auch immer wieder ganz interessant, wenn man mal das grobe Bild vom DAX erfasst. Und genau darum soll es spätestens in der nächsten Woche gehen. Bis dahin sage ich jetzt erstmal ein schönes Wochenende an alle. Viel Erfolg beim Handel, viel Erfolg beim Trading und schauen Sie auf jeden Fall auf unsere neue Gebührenstruktur. Eben gerade der DAX-Handel hier Half-Term mit 10 Cent pro CFD handelbar. Das ist ein Brett und da können Sie sicherlich auch Ihre eigene Performance ein Stück weit anschieben, weil Sie eben dank niedriger Commissions und eben guter Preisstellung hier besser partizipieren können. In dem Sinne, viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Auf bald wünsche ich an dieser Stelle Ihr Christian Kämmerer und tschüss.